So, Leute. Jetzt gucken wir mal, es geht los. Oh, das wird ein heißes Ding, ey. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Warte auf Befehle. Wen habe ich denn hier? Ich bin hier. Die Scharfschützen ist ja mal gar nicht so verkehrt. Rücke aus. So, Scharfschützen. 100%. Du machst Schaden. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich mit der Drohne das ein bisschen erhöhen kann. Die Drohne muss da eh raus. Die muss da raus. Gut gemacht, Jack. Oh je, das wird ein heißer Tanz, das sehe ich jetzt schon. 295, ja, das ist schon mal ganz gut. Er schirmt seine Tanks ab! Greift ihn von der anderen Seite an! Oh, Scheiße. Warte ab! Ah, die Kiste kann ich nachher auch noch holen. Die ist jetzt nicht so wichtig. Auf dem Weg! Aber gerne doch! Ach, du hast die jetzt einfach geholt, okay. Aha. Eigentlich eher auf die Tanks. Der Brumac dreht sich weg! Eieieiei, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was der halt auch alles so drauf hat, ne? Das ist halt so das nächste Problem, wo ich sehe. Bleibe in Alarmbereitschaft. Komm mal hier. Unterwegs. Hin. Machen wir auf die Waffe? Ja, komm, dann machen wir mal auf die Waffe. Na, komm schon! Du hast jetzt nicht verfehlt. Oh. Aha. Ja gut, ich kann jetzt eh nichts machen, also kannst du auch dann laden. So, du musst jetzt da raus. Hier. Aha. Auf die Waffe. Ja, wir versuchen's. Gut, wenn wir seine Waffen vernichten, ist das eine Sorge weniger. Das wäre eine gute Idee, das machen wir auch jetzt. Fast keine Munition mehr! Ja. Pass auf dich auf, Jack. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also wir können den Raketen so ausweichen. Das ist schon mal gut. Oh oh. Das ist nicht gut. Scheiße! Wenn ihr freie Schusslinie auf die Kanonen habt, nutzt sie! Danke für den Tipp. Und der zweite. Ah, oh, der trifft natürlich auch noch, dieser Saftack, ne? Oh. Vielleicht sollte ich doch erst auf diese. Boah, toll. Braucht ein so ekliges Monster auch noch Raketen? Wer macht sowas? Na, das Arschloch, auf das du gerade losgegangen bist. Hey, das war ein sauberer Kill. Hätte ich wissen sollen, dass Ukon so eine Art Supermade ist? Problem ist, der muss sich umdrehen. Der muss sich umdrehen, das wird so nix. Aha. Wie sieht denn das aus? Welcher Weg ist denn? Zwei. Rücke aus. Ja. Das mehrere Schüsse kann ich hier mal voll verbrennen.
Okay, vielleicht sollten wir echt erst auf diese verdammten Waffen gehen. Wir gehen jetzt erst trotzdem oder drauf. Okay. Die hat gesessen. Der Brumac dreht sich weg! Geh mit dir hier hin, so. Du musst dann natürlich auch weg, weil sonst kriegen wir hier echt Probleme. Schild, ich warte mal noch. Aber unsichtbar musst du dich so oder so machen, ne? Ja, nee, du musst unsichtbar Pass machen. Pass auf dich auf, Jack. Der haut mir das Ding sonst wirklich aus den Latschen. Bin bereit. Auf die Waffe. Okay, es ist die Frage. Ein Zug reicht, okay. Wir gehen auf die Waffe. Ich werde gezielt auf diese Waffen da gehen. Muss nachladen. Keine Munition. Na ja, ganz toll. Bereit für mehr. Yep. Die Frage ist, wo gehe ich mit dir hin? Ich kann mit dir nur hier hin. Ich kann da nicht bleiben. Der ist zu nah. Ich weiß nicht, ob der irgendwie über mich läuft oder so, weil der bewegt sich ja auch, der scheiß Kerl. Keine Schusslinie, okay, dann. Vormarsch! Was meinst du mit Maden? Oh shit! Bleib aus seinem Schussfeld! Oh, warum trifft der immer? Ich bin in Deckung, du Arsch! Ballert auf uns! Ey, das ist scheiße, was soll ich denn da machen, ey? Raketen im Anflug! Aber permanent. Ja, ich muss. Oh, du willst mich verarschen, oder? Jetzt sind wir dran. Oh, echt jetzt. Du willst mich doch jetzt echt verarschen. Also dann. Jetzt macht ihr das Omadenloch auf. Auf dem Weg. Oh, come on. Ja, schieß drauf. Vorschläge? Ja. Beten. Ist da auch eins? Moment. Nee, ist nur da hinten. Ja, ich bin dran. Auf was kannst du feuern? Auf seinen Tank. Ja, mach das. Der Brumac dreht sich weg! Warum bewegt er sich jetzt zu mir? Oh, Alter. Nehme Position ein. Oh, der Boss ist echt zum Kotzen, ey. Die Einheit hier ist sowas von ätzend, weil die nichts kann. Waffenexperte? Ja, für einen Arsch. Okay, ich mache es einfach mal hier.
Das hier. Warte auf Befehle. Ich muss mit dem hier weg und zwar... ganz schnell. Problem ist, wenn dieses Madenloch da aufgeht. Ja, hier ist der in meiner Nähe. Bin dabei. Ja, beweg dich ein bisschen schneller. So, ich versuche jetzt was und hoffe, dass das klappt. Schild. Nee. Aber ich möchte den jetzt auch nicht so offen stehen lassen. Ja, jetzt hat der natürlich keine Reichweite, der Saftsack. Jetzt echt mies, ey, sowas zu machen, ne? Also das ist ja schon asozial genug, diese Mission. Dann braucht man jetzt nicht noch dieses Madendreckszeug. So. Ich bin Entdeckung. Wie kannst du mich Entdeckung treffen? Ja, was ist denn mit? Der trifft jedes Mal. Wir brauchen so eine große Waffe. Ja, keine Chance. Der trifft immer. Ich die Raketen auf. Keine Chance. Der trifft immer. Keine Chance. Und die kommen jetzt rein. Ja, das ist so mies. Das ist einfach mies. Bereit. Aha. Das ist einfach mies. Das ist mies gemacht. Bereit. Die Mission ist ja mies gemacht. Die ist wirklich mies gemacht. Waffenexperte meldet sich. Wenn diese scheiß Waffe wen schneller zum Killen wäre. Oh nee, das interessiert mich gar nicht. Ich muss diese Waffe da loswerden. Ja, drücke vor. Ey, die machen aber auch keinen Schaden an der Waffe, ne? Die machen aber auch echt keinen Schaden an der Waffe. Vielen Dank, Jack. Wir sehen uns, Jack. Alter Schwede, fuck die Henne, ey. Ist das eine Scheiße. Ich muss diese Waffe loswerden, weil sonst... bin ich down. Okay, jetzt kommt sich richtig ab, denn jetzt hat er nämlich auf die falsche Einheit geschossen. So, auf was würdest du dann feuern können? Auf die Waffe. Vor auf Position. Ja, wir müssen das jetzt versuchen.
Das da hinten ist einfach nur mies. Ich meine, was soll denn das? Scheiße, ist schon asozial genug. Kommen Sie mit dem Rotz. So, 58%. Ja, ich meine, das ist der Muss-Treffen-Punkt. Das verstehe ich echt. Wie kann man bitte so ein großes Ziel verfehlen? Ah, endlich! Eine Waffe weg. Waffe zerstört! Das sollte ihn verlangsamen! Oh, der hat diese die haben sich gerade selber gekillt, okay. Ich muss auf jeden Fall das Loch zumachen. Jetzt kriege ich trotzdem wieder eine ab, oder? Vorsicht! Ja. Reck. Raketen im Anflug! Was, schon wieder? Ja, ganz toll. Und die kommen jetzt bestimmt auch raus. So, wir gehen. Bin dabei. Hier hin. Ah, Dreck. Die Munition geht aus. Meine Nerven gehen aus. Also ausgerechnet mein scheiß Sanitäter kriegt natürlich also auf Standby. Auf die Omme. Komm hier hin. Auf jeden Fall hier raus. Bis wohin kann sie? Ja, das ist mir zu. Ja, die Fluchtmöglichkeiten werden hier aber sowas von abgeschnitten. Also einen Schuss kann ich machen. Gute Arbeit, Jack. Mach ich unsichtbar. Jack ist getarnt. Ich höre. Komm schon, gib mir einen kritischen Treffer. Bitte? Nein. Gott. So, du hast noch eine. Wo kannst du hin? Ja, du könntest hier hin. Ja, wir machen's. Das ist. Das Ding muss jetzt weg. Ich gehe los. Und jetzt? Ja, dein Arsch hier, aber ganz schnell weg. So, das heißt. Wir retten vor! Mit einem kann ich leben. Ja, das wird knapp für die Drohne hier. Eieieiei. Raketen, weg da! Ja, die Scheißdinger werden nicht aufhören. Das war zu erwarten. Die kommen nicht ran, ne.
So, ich brauche die Granate. Kommt die da hinten hin? Unterwegs. Sag bitte, dass du das Ding da hinten reinwerfen kannst. Ja, ganz knapp, aber es reicht. Werfe Granate. Das Ausgangsloch ist dicht. Sehr schön. Warte auf Befehle. Hier stehen bleiben. Ja. Sanitäter steht bereit. Problem ist, ich komme jetzt nicht hinter dem seine Linien da. Aber ich kann, Moment, hier hin. Das kriegen wir bestimmt besser hin. Ich muss Danke mal gucken, was bei der Drohne irgendeine Heilfunktion gibt. Irgendeine Heilfunktion. Das wäre optimal. Das muss ich mal gucken und darauf hinarbeiten. Das scheint hier wichtiger zu werden, als ich dachte. Bitte killen. Danke sehr. Gute Aktion. So. Ich kann jetzt eigentlich hier auch nichts groß machen. Deswegen hau ich mal hier ab. Wir gehen hier hin. Obwohl, wir können es hier verteilen. Aha. Ja. Könnte man tun, aber... Ich meine, was soll sie sagen? Ja gut, sie könnte nachladen. Mal warten. Aha. Ich muss hier auf jeden Fall eh raus. Ja, ich kann den jetzt nicht angreifen wegen diesen scheiß Drecksviechern, weil die mich jetzt hier nerven. Ich halte auf. So. Keine Munition mehr! Das hab sogar ich gespürt. Die Drohne, damit hau ich jetzt auch mal ab. Weil jetzt kann er mir ja eigentlich nichts wollen. Bereit. Ja, mit dir kann ich eigentlich nichts machen, deswegen machen wir hier mal... Lade nach! Achtung! Da kommen sie! Oh, er dreht sich um. Okay, das ist schon mal gut. Okay, die Idee war gut, die Dinger auszuschalten. Die Idee war gut. Klasse. Das heißt, die zwei können jetzt... So, das heißt, jetzt werden wir uns mal darum kümmern. Oh, wir haben jetzt super viel. Ich würde wirklich sagen, mit der Scharfschützin... Wird die jetzt richtig pushen. Du gibst dem jetzt der jetzt wirklich zwei. Danke für die Unterstützung, Jack. Sprich mit mir. Erster Tank zerstört. Jetzt nicht nachlassen. Okay. Oh, der bleibt so stehen. Ja, sehr schön, dann gerne. Sie greifen noch mal eine rein. Jetzt dreht er sich um. So, jetzt muss ich überlegen, wie gehe ich jetzt vor, dass der mir jetzt hier auch nicht auf die... Warte ab! Wie gesagt, er kann ja nichts groß machen, weil... Ich
Wenn er sich bewegt, kommt er nicht an mich, kann er mich jetzt nicht mehr mit der Waffe. Ich weiß nicht, ob er mich irgendwie über, dass er auf mich drauf rennen kann oder so. Das ist halt so eine Sache, ne? Okay. Kein Treffer! Darf ein Experte auf Standby. Ja, der Waffenexperte, das ist, mit dem bin ich da ein bisschen im Kriegsfuß, muss ich sagen. Bin unterwegs. Der hat schon wieder keine Linie, ne, wo er Okay, lade nach. Scheiße. Drohne, mal raus. Ja, komm mal hier hin, das ist okay. Bestätigt. Sanitäter. Unterwegs. Ich mach's mal, halt vielleicht bringt's ja was. Hey. Ich hab halt meine Zweifel. Da, du kriegst Munition. Ich muss nachladen. Achtung! Loki ist voraus! Oh, was geht da? Oh shit, der kommt auf mich. Achtung! Er bringt noch mehr Feuerkraft! Oh shit. Okay, das. Da können wir was machen. Da können wir was machen. Aha. Pass auf. Obwohl, wenn die rauskommen. Kein Problem. Du hier hin. Der ist ja da hinten jetzt beschäftigt erstmal. Munition. Lade nach! Halte die Augen offen. Breche auf. Aha. Er hat 4 Aktionen. Ja, ich kann ja, da ja. Nichts machen, weil der irgendwie... Der ist so hardcore da jetzt überpowered. Laufe los! Ja, ich kümmere mich erstmal um das Loch da, das ist, hat jetzt Priorität. Ich gebe Feuerschutz. Die Party geht los. Aufgepasst, Ausgangsloch. Oh, 4 Stücke. Lärm's nie. Oder ich Arschloch. Das ist echt wahnsinnig nervig. Ja, das war klar. Oh, das ist aber ganz gut. Das ist weniger gut. Die Clown haben mich erwischt. Oh, wie kommt denn der da jetzt hin? Ah. Der hier hat Clown.
Verstanden. Also als allererstes. Weg mit dir. Einer weniger! Wechsle die Position. Komm hier hin. Was gibt's? Pistole. Du brauchst jetzt keine zwei Schuss, verarsch mich nicht. In Bewegung. Alter, was ein nerviger Endboss. 73%, naja, wenn ich das mache. 73%. Ja, ich meine, ich habe ja keine große Wahl. Aber wenn das so weitergeht, sitze ich hier echt noch morgen da, weil der macht hier keinen Schaden. Was? Der macht hier wirklich an dem keinen Schaden. Nachgeladen! Die machen keinen Schaden! Oh Gott, da sitze ich echt noch morgen da. Höre klar und deutlich. Ich muss mit dem da jetzt aber raus. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt von dem erwischt werde, oder? Unterwegs. Aha. Erklär es mir, warum kann ich dich jetzt nicht richtig töten? Ich schuld dir was, Jack! Stirb doch einfach, du Drecksvieh. Kann doch nicht so schwer sein. Okay. Nur noch einer! Ich habe keine Aktion mehr? Okay, das wird wehtun. Okay, das wird jetzt wehtun. Ich lass den hier stehen. Mach jetzt hier Munition. Ich hatte zwar drei Aktionen, aber anscheinend fährt das nicht. Wenn ihr Raketen kommen seht, verschwindet! Da kommt sie nicht ran. Nee. Aufteilen! Gebt ihm kein leichtes Ziel zum Zerstampfen! Erzähl mir jetzt nicht, dass du da drauf kommst. Ja, sicher! Du bist 10 Kilometer entfernt! Raketen im Anflug! Oh, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Alles klar, wir sind dran! Kannst du dich vielleicht selber heilen? Ja, kannst du. Ich schaff das!
Ich schaff das. Aha. Okay, die Drohne hat er jetzt ins Visier genommen. Kann ich mit leben. Waffenexperte hier. In Bewegung. Oh, endlich hat er getroffen. Aber ey, guck mal, was der Leben hat. Das ist doch echt abartig. Verstanden. Okay, lass mich mal gucken, wie weit muss ich gehen, damit du mir nicht auf den Senkel gehst. Ja. Vorwärts. Das werden wir auch tun, weil kein Bock wieder, wenn du mir wieder auf den Senkel okay. gehst. Sanitäter. Wir machen das jetzt, wir werden jetzt so alles auf einen Punkt fixieren. So halbwegs. Werden die Drohne da ein bisschen mit reinsetzen. Yep. Na endlich triffst du mal. Heilung. Da könnten wir vielleicht sogar die Granate nehmen. Weil ich denke, hier wird die Granate am effektivsten für die beiden. Das sollte helfen. Ja? Hier würde ich sagen, machen wir Feuer. Lade da! So, die Drohne, die schicken wir einfach nach hier. Wir machen es hier so auf der offenen Fläche, würde ich sogar sagen. Dass er sie da sieht. Bereit machen! Raketen im Anflug! Alles klar. Los jetzt. Sprich mit mir. Verstanden. Bin dabei. Okay. Aha. Bleibe in Alarmbereitschaft. Augen auf. Zumindest ein Auge. Aha. Sichere mir ein Schussfeld. Ich höre.
Munition wird knapp! Bin unterwegs. Das hat wehgetan. Zweiter Tank zerstört. Erhöht den Sprengradius! Alles klar. Los jetzt. Bin ganz Ohr. Ja, ich bin dran. Hey. Hier. Bereit. Ich gebe hier drüben Deckung. Unterwegs. Okay, weiter geht's. Waffenexperte meldet sich.
Netter Versuch, Arschloch. Bereit. Eine Made weniger. Ziel erledigt. Aha. Aha. Aus. Werfe Granate. Das Ausgangsloch ist dicht. Startklar. Melde mich zum Dienst. Halte Ausschau. Genau so! Gebt dem Brumac alles, was ihr habt! Rücke aus. Lade nach. Yeah. Geht klar. Kriecher! Direkt reingelaufen. Los geht's!
ziemlich tot aus. Ich gebe hier drüben Deckung. Sprich mit mir. Aha. Erledigt. Ich geh los. Yep. Entsichert. Was gibt's? Bleibe in Alarmbereitschaft. Unterwegs. Lass dich erstmal heim. Ja. Okay.
So, Leute, ich habe den Boss geschafft. Ich habe hier den Ton ausgemacht, weil... Boah, ey, Wahnsinn, dieser Boss. Wahnsinn. Ich habe einen kritischen Treffer jetzt gelandet, deswegen ist er jetzt gefallen. Gott sei Dank. Aber permanent diese Einheiten und boah, und... die Idee, hätte ich vielleicht direkt auf die Tanks gehen sollen. Nein, ich finde die Idee, diese Kanone, die wurde hat, auszuschalten, die war gut. Weil das hat mir wirklich sehr vieles erleichtert, weil das wäre sonst noch nerviger und ätzender geworden. Weil die Kanonen, die waren jetzt nicht so stark, aber die haben halt wehgetan. Die haben halt schon richtig wehgetan, wenn sie eingehämmert haben. Okay, so. Einschlag, Lauf, legendär, plus 30 Schaden, passive Fähigkeit, unterbrechen. So, wir machen das natürlich jetzt noch mit den Kisten, aber gucken wir uns das Video an. Ukon bekam gerade eine Kugel in den Kopf und stand sofort wieder auf. Was sonst verheimlichst du mir? Der Befehl lautet töten, nicht Biografie schreiben. In dieser Lage war ich schon mal, wo gute Leute durch euer Schweigen gestorben sind. Und manchmal rettet Schweigen auch Leben. Und jetzt an die Arbeit. Also, ihr alle wollt wissen, warum wir uns zurückgezogen haben. Hm? Ganz ehrlich, wir sind noch nicht bereit. Der Brumac war ein Vorgeschmack. Der Feind hat einen ganzen Scheiß Zoo Zeug, von dem wir noch nichts wissen. Und alles, was wir haben, ist Mumm. Darum beginnt euer richtiges Training jetzt sofort. Gut. Mir gefällt das genauso wenig wie euch. Aber wenn die Corps in einer Sache gut ist, dann ist das die Kampfausbildung und das wisst ihr. Also, lernt, was nötig ist und dann treten wir Ukons hässlichen Arsch zurück in seine Höhle. Ich beaufsichtige heute eine Gruppe. Major Redburn wird euch später auf Herz und Nieren prüfen. Ich Glückspilz. Also, zerquetschen wir ein paar Magen. So, Leute, alle sind aufgestiegen, haben Level 3, Level 5, Level 4, Level 4. Das haben sie sich aber auch mehr als verdient. Züge getan, 30. Ah, check. Verwendete Fähigkeit 67. Aber es ist nicht gestiegen, aber ist okay. Die Drohne hat mir ziemlich viel. So. Deine Teamgröße wurde dauerhaft auf 7 erweitert. Oh! Das gucke ich mir mal gleich in Ruhe an. Erstmal mal die Kisten. Unauffindbar. Gegner verursachen mit Feuerschutz minus 40% weniger Schaden gegen diese Einheit. Wow, das ist gut. Das ist richtig gut. Chance von 10% auf... diese, was auf diese Einheit beim Schießen plus eine Aktion erhält. Ja, das ist so, finde ich nicht so prickelnd. Ist okay, aber. Diese Einheit verursacht mit Feuerschutz 20 Schaden. Ja, ich nutze das natürlich auch, klar. Das rekrutieren wir mal gleich, das gucke ich mal. Wir können immer 7 einsetzen. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Das sind unsere Hauptdinger. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Fähigkeiten. Du bist mein Sanitäter und da muss was gemacht werden. Das habe ich jetzt echt gemerkt. Ziele mit weniger als 50% ihrer verbleibenden LP erhalten durch Fähigkeit 100% Heilung. Halt einen Verbündeten am Ende deiner nächsten 3 Züge um 100 LP. Hä?
Halt einen Verbündeten am Ende deiner nächsten drei Züge. 100 LP deiner nächsten drei Züge. Mhm. Und hier. Was haben wir hier? Wenn diese Einheit am Boden liegende Einheiten wiederbelebt, erhält sie eine Aktion. Das ist auch nicht so verkehrt. Was haben wir hier? Alle Verbündeten würden um 150 LP geheilt. Eine aktive, ja. Die Heilfähigkeit dieser Einheit besitzt die Chance plus 100%. Wow, das ist auch nicht schlecht. Also ich würde mal sagen, wir machen mal das. Und gehen hier weiter. Ja. Ich finde, das ist ganz gut. Also es ist wirklich ein Sanitäter, das da. Das ist schon mal sicher. Sicher, sicher. Okay, hier kann man eigentlich nichts machen. 7% bleibt alles. Legendär. Selten passive Fähigkeit. Leute, das Ziel zurück. Einen Gegner, um ihn mit der Kettensäge zu töten. 30 Schaden. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es mal noch offen. Vielleicht bei ihm. Nee, er kann es auch, kann er gar nicht haben. Da muss. Jetzt ist halt die Frage, mache ich es? Mit dem Schaden, das ist schon Hammer. Aber das hier, das ist schon übelst Hammer. Ah, Moment, du bist bei dem hier. Moment, da muss ich jetzt nochmal gucken. Ne, kann er nicht haben. Er hat aber auch schon 30 Schaden, ne? Von daher ist das okay. Ich mache jetzt erstmal die, wo ich mal mitnehme. Und wenn dann noch weitere 3 sind, muss ich das dann gucken, wie ich das mache. Wie machen wir das jetzt? Machen wir es? Das ist 30 Schaden. Was heißt Doppellauf? Ich mach das, ja. Ich mach das, ja. Gibt's hier was Neues? Hier gibt's einiges Neues, sehe ich gerade. 5%. Warte, Moment, weil. Achso, das verwenden andere. Okay, okay. Nee, 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 dann gibt's hier nichts Neues. Dann gehen wir jetzt zu Sid. Fähigkeiten. Sid, wie machen wir bei dir weiter? Bosse sind immun dagegen, okay. Handelseffekt von Regeneration wird um 15% erhöht. Ja, das ist nicht verkehrt. Passive Fähigkeit, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, werden sie weniger als 50 RP hat. Ja, das ist halt so eine Sache. Die Einheit feuert einen verstärkten Schuss ab. Schadensbonus entspricht plus 100% deiner vielen Gesundheit bis maximal 200. Ist auch nicht verkehrt. Bei einem Treffer wird das Ziel unterbrochen und man verliert alle positiven Status. Der Bossgegner sind dann gegen die Immunen. Das ist meistens so. Verdeckung hervor, ja. Das ist die Frage, wie gehen wir hier weiter? Der anvisierte Gegner wird bei einem nächsten Zug versuchen, diese Einheit anzugreifen. Versuchen. Ja, man könnte das Feuer dann auf die lenken. Gegner, die von dieser Einheit mit einem normalen Schuss angegriffen werden, erhalten den Stahlseffekt geschwächt. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Oh, was haben wir hier?
Was ist denn das? Verbündete im Umkreis von 8 Meter erhalten die Fähigkeit Blutsauger. Dadurch werden sie für 25% des Schadensgehalt, den sie mit ihren Schüssen verfügen. Machen wir Verbündete im Umkreis von 8 Meter erhalten die Fähigkeit Blutsauger. Die für 25% des Schadensgehalt, den sie... Wow, das ist gut. Dann werde ich das machen. Und Blutsauger. Ja, richtig übel. So, Sid, was gibt's bei dir Neues hier? Nichts? Nee. Fähigkeit. Lassen wir auch mal so. 30 Schaden. Schneller Lauf. Ne, machen wir nicht. Bei Jack leider nichts, aber es ist okay. So, bei dir. Fähigkeit. Scharfschützin. So, da muss auf jeden Fall was passieren, auf jeden Fall. Plus 30% Genauigkeitsbonus und 30% Schadensbonus. Diese Fähigkeit kostet 2 Aktionen. Aha. Aber wenn ich hier weiter will, werde ich das machen, die holen müssen. Erhält sie einen Schadensbonus von 25% für den letzten Schuss. Mhm. Passive Fähigkeit, okay. Passive Fähigkeit. Wenn diese einer den ersten Schuss mit vollem Magazin abgibt, erhält sie einen Schadensbonus von 15%. Nehmen wir den Schaden kritische Treffer, ja. Aktive, wenn diese Einheit das nächste Mal mit einem Schuss trifft, landet sie einen kritischen Treffer. Dieser Effekt verfällt nach 2 Zügen, wenn er nicht ausgelöst wird. Ah, okay. Einmal pro Zug wird die Abklingzeit einer Fähigkeit zurückgesetzt, wenn die Einheit mit dieser Fähigkeit ihr Ziel verfehlt. Was? Einmal pro Zug wird die Abklingzeit einer Fähigkeit zurückversetzt. Wenn die Einheit mit dieser ihr Ziel verfehlt. Abklingzeit zurückversetzt. Wenn ich halt nicht treffe. Ja, Moment mal, wenn die Einheit das Ziel mit ihrem Schuss trifft, erhält sie eine Aktion. Wenn diese Einheit ein leeres Magazin nachlädt, fliegt sie 2 Züge lang oder bis zum Nachladen 25% plus Schaden. Mhm. Das getroffene Ziel erhält den Statuseffekt erschüttert. Einheiten mit Erschütterungen werden unterbrochen und können im nächsten Zug keine Aktion durchführen. Das finde ich gut. Einheiten, die einen Gegner mit einer Erschütterung angreifen, erhalten plus 20% Chance auf kritische Treffer. Okay. Wenn diese Einheit ein leeres Magazin nachfüllt, ja. Yeah. Können sie mal machen, das kann ja mal passieren. So, wir haben 5% kritische Chance. Wenn ich das mache, was bekomme ich dann? Diese einer verursacht mit Feuerschutz plus 20 Schaden. Ja, nur mit Feuerschutz, ne? Deswegen bleibe ich erstmal hier dabei. Moment, da gibt's noch was. Ah, die Rüstung. Die Rüstung, was haben wir denn? Plus 10 Ausweichen, 20 Lebenspunkte.
Minus 40% weniger Schaden. Ja. Also das sollte ich auf jeden Fall tun. Rüstung. Moment, habe ich das gerade gemacht? Habe ich mich da jetzt... Ja, 30 Lebenspunkte weniger. 15 Lebenspunkte weniger, aber dafür dann das mit dem Feuerding. Ah, Gegner verursachen mit Feuerschutz. Bei Sid würde ich sagen, kann man das so lassen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu dir. Fähigkeiten. Ja, du bist eine gute Einheit, aber das Problem ist halt auch, dass du echt übelste Probleme hast. Das habe ich beim Bosskampf. Weil Verbündete im Umkreis von 8 Meter erhalten für diesen Zug 10% Genauigkeit. Das Ziel und Gegner in 4 Meter Umkreis sind bis zum Ende des nächsten Zugs unterdrückt. Unterdrückte Einheiten werden unterbrochen und können sich nicht bewegen. Bosse sind immun dagegen, wie meistens. Wenn diese Einheit im Statuseffekt verankert hat, erhält sie 20% Schadensreduktion. Das schießen sie mit 30% Chance auf kritische Treffer. Wenn diese Einheit auf ein Ziel schießt, das nicht in Deckung ist. Okay. Diese Einheit erhält nach dem Erleiden von Schaden während eines gegnerischen Zuges bis 15% Chance auf kritische Treffer. Das läuft hier so auf kritische Treffer bei dem hinauf. Wenn Schuss das Ziel tötet, explodiert dieser und verursacht 400 Schaden in 4,5 Meter Umkreis. Wow. Also das hier finde ich ganz gut. Und das hier machen wir mal. So. Schaden. Passt alles. Passt alles. So. Dann hätten wir das jetzt erstmal hier durch. Wir gucken mal die nächste Mission, was das wäre. Oder beide sagen, kommt nichts. Oh, wir sind in Kapitel 2. Also, nee, Quatsch. Wir sind in Akt 2, Kapitel 1. So ist das hier. Verteidige beide Nachschubdepots. Mindestens 2 aufeinanderfolgende Züge. Das kennen wir doch irgendwo her. Sit verboten. Oh, Sid ist nicht dabei und Maika, oh, okay, da müssen wir dann was tun. 4 Einheiten benötigt. Stopp, wie viel darf man denn mitnehmen? 4, weil es war irgendwas von 7 die Rede. 7, wo ich vielleicht einstellen darf, das könnte es sein, ne? Also ich darf eine Scharfschütze mitnehmen und eine Vorhut nicht mitnehmen. Ja, das ist natürlich jetzt gar nicht geil. Also ich brauche... Der Waffenexperte kommt mit. Sanitäter kommt mit. Die beiden dürfen nicht mit. Das heißt, da brauche ich eine andere Scharfschützin. Das wird sie sein. 30% auf kritische Trefferchance. Wunderbar. Kann auch bleiben. Das ist auch ganz okay. 15% Schaden ist auch in Ordnung. Warte. Ist auch in Ordnung. Die Splittergranate, die werde ich gleich noch tauschen. Auf jeden Fall. Für den Zug auf jeden Fall. Ja, da kommt auf jeden Fall Natte mit. Ja, dann kriegst du für die Mission der ihren Helm. Da
Also 15 Lebenspunkte mehr. In der Wundervollen 30% weniger Schaden. Wird um 7% erhöht. Ah, du bist ein Scharfschützin. Du solltest auch von hinten das eigentlich ganz gut hinkriegen, ne? Plus 3% Schaden. Diese Einheit zum ersten Mal in Bewegung setzt, erhält sie für diesen Zug 3% für Schaden. Ausweichen. Das ist auch Ausweichen. Dann machen wir das. So, dann hätten wir Natter. Jetzt brauche ich eine Vorhut. Das wäre hier schon mal. Ich gehe mal kurz hier gucken, was wir hier noch so rekrutieren könnten. Was wäre denn hier so richtig gut? Scharfschütze haben wir genug. Vorhut. Ich kann noch zwei einfügen. Was können wir machen? Scharfschütze habe ich auch genug. Machen wir mal einen zweiten Speer, obwohl ich jetzt nicht davon begeistert bin. Aber dann sind schon mal drin. Könnte sogar was kriegen. Ja, es ist doch okay. Kann die doch haben. Aber ich würde eine Vorhut dann mitnehmen, eine andere, ne? Und zwar. Warte, Level. Hatte ich nicht gerade eine Vorhut Level 3 hier? Vorhut Level 3. Passt. Das ist eine Munition. Ja, ist okay. Oh. Er hat was Episches. Funktioniert nicht. Im Falle von Deckung. Die Einheit stürmt in einer geraden Linie auf einen ungedeckten Gegner zu, um dies mit Bajonett zu töten. Okay. Das ist zwar ganz nett, aber ganz ehrlich, 50% kritische Chance. 10% Genauigkeitsbonus. Dann doch schon. Kritischer Schaden. Nee, das ist dann doch schon besser. Da gebe ich doch dem Spiel recht. 15 Schaden. Über Fähigkeit. Weiß ich Schaden, das von Sid mitnehmen. Wäre eine Überlegung. Muss man daher nochmal wechseln, aber das könnte man machen. Jo, wir holen das mit von Sid. Und das machen wir ebenfalls. Lebenspunkte. Sitz hatte 20, oder? Nee. Ich glaube, das hier hatte Sitz. Nee, das war auch nicht Sitz. Okay. Das war Sitz. Hier war also 30. Ja, dann geben wir das dir ebenfalls. Müssen wir nachher alles wieder tauschen. So, was haben wir hier? 5% ausweichen.
um zwei Züge zu verkürzen. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Gerade mit den Fähigkeiten finde ich das gar nicht so verkehrt. Das hat Sitt. Nehmen wir ihr auch. So, dann. Oh, ich sehe auch noch den Helm, ne, von Sitt. Habe ich alles nicht vergessen, nachher nochmal Sitt zu geben. Aber bei ihr sieht man nicht, dass sie einen Helm anhat jetzt, ne? Das sieht man bei ihr echt nicht. Ja, das sieht aber stark aus. Jetzt hat sie ihn. Oder? Nee, doch, jetzt hat sie ihn. Oh, das nachher nochmal alles umstellen, das wird ein Spaß. Das wird ein Riesenspaß. So, also haben wir jetzt Bell. Die sieht auch richtig gut aus. Aber warum sieht man bei ihr den Helm nicht? Okay. So, Bell, Vorhut kommt mit Level 3. Ist richtig, richtig gut. Und die Scharfschützen-Natte. Und nachher dran denken, das alles wieder umzustellen. Das wird ein Riesenspaß. Da werde ich wieder 10 Stunden hier sitzen. Gut, aber wir haben alles. Du darfst nicht mit. Du darfst nicht mit. Ich muss mal kurz was bei Check ändern. Augen bleiben blau, ne? Dann machen wir das ein bisschen krasser metallisch. Oh ja, das sieht genial aus. Gut. So, dann hätten wir das. Verboten, mindestens 4 Einheiten werden benötigt, ist klar. Hauptwaffenmod 2. Das hat man ja bei dem anderen auch schon mit diesen zwei Dingern da erhalten. Ja, bin mal gespannt, was uns da wieder erwartet. Leute, aber das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann geht's weiter mit Akt 2, Kapitel 1. Und einer... Ah, das ist eine Hauptmission. Ich dachte, das wäre eine Nebenmission. Das ist eine Haupt... Warum darf ich eine Hauptmission... Nee. Kontrollmission. Das ist jetzt eine Nebenmission? Oder wie muss ich das verstehen? Inventur machen. Ja, okay. Gut, Leute. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter. Bis dann und ciao, ciao.